in a revolving door. Jo Leute, willkommen im Ladescreen. Ich hatte mega krasse Probleme gerade mit dem Aufnahmeprogramm und so und plus noch die Aufnahmezeit. Es ist jetzt schon 20.40 Uhr, heißt schon recht spät und ich konnte vorher einerseits nicht aufnehmen, andererseits saß ich gerade wirklich ungefähr eine Stunde oder so dran, das Programm zum Laufen zu bringen. Ich kann nicht mit OBS aufnehmen, weil ich mit Controller spiele. Das ist irgendwie dann, naja, schlecht, laut Programm. Deshalb werde ich es wieder auf die alte Tour machen, mit Fraps und Audacity. Was aber zuerst auch nicht geklappt hat. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Ich habe die Grafikeinstellungen runterstellen müssen. Ich habe es auf niedrig, weil mir vorhin der PC abgeschmiert ist tatsächlich. Und ja, vielleicht sieht es dann doch noch okay aus. Wir laufen auf jeden Fall mal hin. Ist okay, es ist auf jeden Fall stabiler jetzt ein bisschen. Es wäre jetzt nicht so schön, sage ich mal, aber besser stabil als, ja, schön vielleicht. Boah, es ist akzeptabel, sage ich mal so. Und wir müssen jetzt noch das letzte Teil suchen, das wir brauchen für... mach die Kiste mal nicht, für den Sprengstoff. Mir wurde gesagt, westlich. Also ich würde mal spontan sagen, westlich ist in die Richtung. Also würde ich mal schätzen, dass hier irgendwie ein Drache ist oder so, keine Ahnung. Ich laufe mal in die Richtung auf jeden Fall. Unten ist die Quest. Und hier müsste es sein. Irgendwo hier. Also ich laufe gerade in den Norden, ja, aber ich müsste irgendwo, ist das der Drache? Ist die Zeit existiert so als Drache? Ich glaube eher nicht. Aber ich hau die auch mal um. Ansonsten schaue ich gerade, wie ich das mit dem Projekt mache. Ich habe zwar den Uploadplan ein bisschen abgeändert, also ich hatte ursprünglich den mit 3434 Videos jeweils. Hab's aber für mich dann passend abgeändert, weil 3434 ist dann doch ein bisschen zu stressig für mich. Für mich war 3 erstmal okay. Wobei 3 jetzt auch wieder doch ein bisschen anfängt, dann wieder stressig zu werden. Ich versuch's einfach mal wirklich irgendwie, dass es bei mir hinhaut. Ich will jetzt auch ein bisschen mit dem 2 dazwischenhauen. Bisschen erlangt Erfolg und ich bekomme garantiert Erz, okay. Ich werde schauen, wie es so klappt, wie ich die Folgenlänge mache. Mit den 2 ist eher kürzer, weil ich da auch gerade nicht viel zeigen kann und ja, ist eher so ein Redeprojekt, sage ich mal. Das andere Projekt ist leider gescheitert. Hab da irgendwie zu viel aufgenommen, dann hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 6 Stunden Aufnahmematerial und das einfach so Bock gemacht hat und ich wollte auch nicht aufhören. Und irgendwie war es dann doch nicht so, wie ich es haben wollte. Also ja, ich gehe mal in den Norden erstmal und dann, wenn es da nicht ist, gehe ich dann westlich lang. Höhlenex ist nicht das, was ich haben will. Ein Höhlenex, den König muss ich. Achso, Okay, wir versuchen es mal. Jetzt mal die ganzen Höhlenechsen hier so. Wir sind Level 15 tatsächlich, okay. Ich lade mich mal auf. Und ich pushe mich mal hoch. So, dann noch eine Höhlenechse, okay. Was ist denn der König? König ist auch da unten. Achso. Okay, also die haben seinen Schwanz schon so angegriffen, das heißt, ich kann dem eigentlich jetzt so auf Damage hauen.
Vielleicht. Wo ist ein Schimmel? Ach, die ist da hinten. Ja, okay, der hält auf jeden Fall ein bisschen mehr aus, der König. Der hat auch zwei Leisten, hat auf jeden Fall. Greto. Ich muss Leute verketten. Was? Irgendwie war der König doch nicht so königlich, wie ich gedacht habe. Der Part wird etwas kürzer. 15 Minuten wird er jetzt sein auf jeden Fall, weil es bei mir nicht anders gerade klappt. Ist irgendwo eine Truhe. Was ist denn die Truhe? Die Truhe ist irgendwie... Ich glaube, die ist hier gar nicht, egal. Ist das oben nördlich ein großer Dino? Ein Drache? Dino. Herr Drache, bist du's? Ich hoffe mal. Oder keine fette Milbe oder so irgendwie. Es muss ein Drache sein. Fiese blaue Ak. So was kommen. Den vergiftet einen wahrscheinlich, würde ich mal schätzen. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Auch echt hässlich so als Boss. Und wie ich sage, Spuk-Attacke? Nee. Ja, die machen auf jeden Fall so ein bisschen was, was sie machen sollen. Und sie ist tot. Okay, was kriege ich? Kurio in Getsuto. Okay. Das ist, glaube ich, ein Katana. So, ich will jetzt aber den Drachen sehen. Ich möchte in diesem Part schon weiterkommen, damit ich dann im nächsten nicht suchen muss. Also ich werde schauen, dass ich den Part heute sogar noch fertig bekomme und dann jetzt über Nacht quasi, also sogar heute noch rausbringe. Wird halt 22, 23 Uhr sein mit dem Rendern, wobei ich die Zeit schon verkürze, dadurch, dass ich ein Part kann jetzt 20 oder 30 Minuten lang machen, so wie die ersten Parts, 15 Minuten in dem Fall. Und ja, ich hoffe mal, das passt einigermaßen. Es kostet mich halt immer sehr viel Zeit, hier das Ganze vorzubereiten. Dann kann ich halt auch nicht wirklich lange aufnehmen, tatsächlich. Es müsste doch langsam hier irgendwo ein Drache kommen. Ich habe es doch schon mal gespielt, das Game. Das kann es doch nicht sein, dass ich irgendwie einen Drachen suchen muss. Na? Hier muss aber jetzt der Drache sein, weil sonst bin ich erstmal sprachlos, wo ich hin muss. Wissenslos. Ansonsten wegen Studium, ich wurde angenommen, da wo ich will und auch bei meinem Traumstudium. Huldumfahrt, wo ist denn das Teil? Da ist es. Okay, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Wir haben nördlich eine Kiste. Die kann ich einmal abholen, tatsächlich. Das würde ich sogar noch in diesem Part schaffen. So, ich glaube, das mache ich mal schnell. Hier sind die Viecher wieder Level 9, alles klar. Herausforderung, ciao. Und sonst habe ich mir noch was für ein Yu-Gi-Oh! Opening. Okay, die Qualität hat sich auf jeden Fall geändert. Die Bäume ein bisschen weit weg sehen seltsam aus, aber ich habe jetzt stabile 60 FPS. Dauerhaft irgendwie. Liegt aber auch daran, dass ich Fraps habe und Fraps tatsächlich sehr viel Energie frisst. Ich sag's mal, ich nenne es mal Energie. Ich gehe mal in den Süden. Oh, kurz Lags, okay. Weil mein PC ist nicht so schlecht tatsächlich, aber irgendwie gibt es Games, die schaffen es irgendwie trotzdem ihn runterzuhauen. Okay, ich kann GTA auf jeden Fall nicht aufnehmen, kann ich ganz direkt sagen, spielen. Geht, glaube ich, einigermaßen, wobei ich nicht so ein GTA-Fan bin. Ich habe zwar aber wirklich gespielt, habe ich nicht.
Ansonsten. Ich habe damals Minecraft aufgenommen. Ey, komm, dieses böse Viech, der muss auf jeden Fall der Boss sein. Das gleich hier auftaucht. Was sind denn das für Viecher? Nee, nicht das da. Wo ist denn dieser Drecksdrach? Ganz ehrlich. Hä? Alter, okay, wir haben auf jeden Fall jetzt hier so eine Achtergruppe gerade. Also ich plus die ganzen Level 7, 2 Level 7, ein Level 8 und ein Level 9 da oben links. Alles klar. Verkettung fertig. Nice. Und halt noch mein Team, das irgendwie echt krass hochgelevelt ist. Hauptsache die anderen haben einfach gar keinen Schaden bekommen aus der anderen Gruppe. Obwohl die irgendwie halb so ein halbes Level wie ich haben. Lula Welschnitte, alles klar. Du kannst auf jeden Fall dann alles hochleveln. Dann springe ich einfach echt durch. Ich habe keine Lust, gerade alle zu killen. Ist zwar schön und so, vielleicht level ich ein bisschen, aber nicht jetzt. Die ganzen Kisten ziehe ich auch mal aus. Nein. Oh, okay, komm, wie das Ding mal kommt. Das ist cool. Bezahnte Echsen. Was ist das? Insektenfossil, alles klar. Gehe ich mal weiter. Jetzt rechts müsste dann eine Truhe sein. Die kann ich so öffnen. Kurz reingeguckt, was ich mache. Ach, da unten ist es alles klar. Wobei ich sagen muss, wir lassen es, glaube ich, eine Überraschung und werden den Gegner dann nächstes Mal besiegen. Ich werde einfach wieder hinlaufen. Der Part ist zwar etwas kürzer, aber ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, wie es dann aussieht. Ich werde dann circa bis hierhin hinlaufen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Snow Eye. Ciao.